Mein heutiger Gast behauptet, dass die weit verbreitete Meinung, dass es mit Deutschland wirtschaftlich bergab gehe, Quatsch sei. Er sagt auch, dass er keinen Zweifel daran habe, dass, wenn wir nicht jetzt unsere Kinder und Jugendlichen für die nächsten Generationen heranbilden, wir arm werden. Außerdem glaubt er ist Mitglied der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinschaft, dass die Verweltlichung und das Abwenden von Gott ein wesentlicher Grund für die Krisen auf der Welt sei. Herr Jamal Kaiser ist ein pakistanisch-deutscher Buchautor, Unternehmer und Politikberater. Er emigrierte im Alter von 8 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Herr Kaiser ist Mitglied des Diplomatischen Rates, Diplomatic Council, und dessen UN-Beauftragter. Das Diplomatic Council hat den akkreditierten Beratungsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der UN. Eines von vielen Büchern, die Jamal Kaiser geschrieben hat, nannte er Der fremde Erfolgsfaktor. Darin kritisiert er die deutsche Migrationspolitik und zeigt auf, warum Deutschland Migranten, Einwanderer für die Zukunft benötigt. Auch darüber sprechen wir jetzt mit ihm hier im EWTN-TV-UN-Blog. Guten Tag. Bevor wir loslegen, ein redaktioneller Hinweis. Der Inhalt dieses Interviews sowie die darin geäußerten Ansichten spiegeln lediglich die Ansichten des Gesprächspartners wider. Diese Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von EWTN-TV oder CNA Deutsch wider. Mein heutiger Gast berät nicht Regierungsorganisationen, NGOs, Regierungen, demokratische Parteien und Unternehmen. Er ist UN-Beauftragter des bei der UN akkreditierten Diplomatischen Rates, Diplomatic Council, und ist selber ein erfolgreicher Unternehmer und Buchautor. Ich bin jetzt in Wiesbaden mit Jamal Kaiser verbunden. Ich grüße Sie, Jamal. Yeah, good afternoon. Thank you for having me. Sie selbst sind ja aus Pakistan mit Ihrer Familie im Alter von 8 Jahren, Ende der 70er Jahre, nach Deutschland migriert. Im Alter von 14 Jahren verdienten Sie Ihr erstes Geld als Händler auf Flohmärkten in Frankfurt am Main und starteten später einen Modehandelsbetrieb und gründeten dann ihre eigene Immobilienfinanzierungsfirma. Sie sind heute ein, wenn ich das so sagen darf, Paradebeispiel eines erfolgreichen Migranten. Aus Ihrer Sicht, Herr Kaiser, was ist heute anders und warum haben Sie sich damals für Deutschland entschieden? First of all, let's start from the last question. Why did I choose for Germany? Fangen wir mit der letzten Frage an. Warum habe ich mich für Deutschland entschieden? Es war nicht meine Entscheidung. Ich war erst 7, 8 Jahre alt, als wir nach Deutschland kamen. Mein Großvater war bei der pakistanischen Luftwaffe. Und 1963 hatte er die Möglichkeit, nach Großbritannien auszuwandern. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten diejenigen, die beim Militär oder bei der Luftwaffe waren, die Möglichkeit, mit einem unbefristeten Visum nach Großbritannien auszuwandern. Also beschloss er 1962, nach London zu ziehen. Und in London traf mein Vater 1979/80 die kluge Entscheidung, nach Deutschland zu kommen. Er kam nach Deutschland, weil er dachte, da er in London Polizeibeamter war, dass es für die Familie finanziell besser wäre, wenn er nach Deutschland käme, weil Deutschland in den 80er Jahren wieder zu boomen begann und die Wirtschaft sehr gut war und er in Deutschland eine bessere Perspektive und Chancen für sich und uns Kinder sah. Das war also der Hauptgrund, warum wir nach Deutschland kommen wollten. Aber wir sind nicht direkt von Pakistan aus nach Deutschland gekommen, sondern wir kamen über London. Und um ganz genau zu sein, wir kehrten 1979 von Großbritannien zunächst wieder nach Pakistan zurück und blieben dort 6 Monate. Und dann stand mein Vater vor der Entscheidung, ob wir zurück nach London oder direkt nach Deutschland gehen sollten. Da er auch ein wenig über Deutschland wusste, entschied er, dass wir dieses Mal nach Deutschland auswandern würden. Nochmal zurück zur ersten Frage. Wie war Deutschland damals im Vergleich zu heute? Da ist ein großer Unterschied.
Heute weiß die deutsche Regierung zumindest, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung ein Land sind, das Einwanderer willkommen heißen muss und diese mit allen Menschen, die in diesem Land leben und die deutsche Staatsangehörigkeit haben, eine Gemeinschaft bilden müssen, eine Gruppe, ein Team, eine Einheit. Jedoch als ich 1980 in die Schule kam, gab es keine Integrationskurse, keine Deutschkurse, das gab es nicht. Ich hatte das Gefühl, ich käme in ein Land als Englisch sprechender und die Lehrer wussten nicht, was sie mit diesem Kind machen sollten. 8 Jahre alt in der 2. Klasse. Er ist Ausländer. Was macht er in Deutschland? Er ist das einzige farbige Kind in der ganzen Klasse. Es war also nicht der richtige Zeitpunkt in Deutschland, denn gewöhnliche Lehrer konnten 1980 nicht ahnen, dass die Geburtenrate so drastisch sinken würde. Denn sie waren nicht auf Demografie oder Mathematik spezialisiert. Das war die Aufgabe der Politiker, ihnen beizubringen, dass wir heute eine globale Welt haben und dass es Gottes Wille ist, dass sich alle Kinder Gottes in der ganzen Welt vermischen. Und dieses Land ist ein beeindruckendes Land. Und wenn wir uns alle zusammentun und als Gemeinschaft zusammenarbeiten, dann werden wir viel besser sein als vorher. Wir werden noch viel mehr für die Menschheit tun können als das, glaube ich, was ein Volk alleine sich erdenken kann. In Ihrem Buch »Der fremde Erfolgsfaktor – Warum wir in Deutschland die Einwanderer dringend benötigen«, stellen Sie die These auf, um den jetzigen Wohlstand zu sichern, bleibt Deutschland gar nichts anderes übrig, als sich für Zuwanderer attraktiver als bisher zu positionieren. Ja mal, wenn ich nach den aktuellsten Prognosen der Konjunkturinstitute gehe, scheint Deutschland immer unattraktiver zu werden. Von der großen Zahl von Flüchtlingen, die das Land geradezu überschwemmen, gar nicht zu sprechen. Sie sind jedoch der Ansicht, dass wir mehr Einwanderer benötigen. First of all, there is a rumor going on. Also zunächst, es geht in Deutschland gerade das Gerücht um, dass es mit Deutschland wirtschaftlich bergab geht und es keine Zukunft in diesem Land gibt. Ich denke, ehrlich gesagt, das ist alles Quatsch. Ich persönlich finde, Deutschland hat eine ausgezeichnete Wirtschaft, großartige Strukturen und ein sehr gutes politisches System und eine sehr gute Justiz. Und nicht nur das. Auch die Exekutive, wie die Polizei und andere, machen einen prima Job. Das sollten wir nicht vergessen. Auf jeden Fall gibt es eine Veränderung im Weltgeschehen, in der Weltwirtschaft als solcher. Aber ich denke, wir haben nur ein Problem, das wir lösen müssen. Deutschland hat sein Geld oder seinen Reichtum immer mit der Informationstechnologie gemacht. Sie waren die Ersten, die die zahlreichen Entwicklungen vorgestellt haben, und dann haben die anderen die Informationstechnologie, die Technik, kopiert. Aber wenn wir die Kinder in diesem Land nicht für die nächsten Generationen heranbilden, werden wir arm werden. Daran besteht auch kein Zweifel. Aber weil wir ein reiches Land sind, weil wir die Mittel haben, die Menschen hierher zu holen und ihnen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, wie ich auch in meinem Buch erwähne, brauchen wir eine Vereinfachung von Verfahrensweisen. Wenn zum Beispiel ein qualifizierter Arzt aus Asien kommt, muss er hier eine mehrjährige Ausbildung absolvieren, um Arzt zu bleiben. Das muss vereinfacht werden, auch bei Ingenieuren und den IT-Jobs und so weiter. Und wenn wir das tun und auch die Asylbewerber an den Grenzen kontrollieren und den Weg für legale Einwanderung erleichtern, dann, denke ich, haben wir die Grundlage dafür, dass wir eine Menge Studenten in dieses Land bekommen.
Wir müssen eine Willkommensgesellschaft für all diese Studenten schaffen, die kommen und sie dann hier integrieren. Wir müssen ihnen die Pässe und Visa leicht zugänglich machen. Wir müssen mehr Personal in unseren Visastellen haben. Die Leute kommen mit einem Masterabschluss hierher und müssen 5 Monate warten, bis sie ein Visum bekommen. Auch selbst die kleineren Dinge müssen wir von unserer Seite aus verbessern. Und wir sind ja auch ein Land mit sehr hohen Steuern. Und wir müssen das Steuersystem vereinfachen. Es gibt zu viele Steuerklassen, wie zum Beispiel Einkommenssteuer, Gewerbesteuer. Sie sollten vereinfacht werden, wie es viele andere Länder bereits tun, damit jeder das System leicht verstehen kann. Und dann haben wir auch Kinder, die aus Familien kommen, die nicht gut ausgebildet sind. Und deren Eltern sind nicht sehr erpicht darauf, dass sie eine höhere Ausbildung machen. Auch ihnen müssen wir etwas beibringen. Wir müssen ihre Eltern unterrichten. Daran müssen wir arbeiten. Aber wenn es uns gelingt, diese 15 Millionen Kinder, die heute in Deutschland sind, ernst zu nehmen und etwas aus ihnen zu machen, dann glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren großartige Erfolge sehen werden. Die UN hatte im Dezember 2018 einen sogenannten globalen Pakt für eine sichere, geordnete und regulierte Migration verabschiedet. Mit dem Pakt wurden erstmals globale Leitlinien für die internationale Migrationspolitik verabredet. Der Pakt ist allerdings rechtlich nicht bindend. Die derzeitige Migrationspolitik der Bundesregierung wird ja vielerorts kritisiert und viele beklagen eine ungebremste Masseneinwanderung. Seit 2015 habe die Bevölkerung in Deutschland insgesamt um fast 4 Millionen Menschen zugenommen und die meisten Migranten kämen völlig unkontrolliert in die Bundesrepublik. Ist es nicht an der Zeit, unabhängig von UN-Migrationsüberlegungen, das in den Griff zu bekommen, mit auf Deutschland zugeschnittenen Regeln? Auf jeden Fall. Wir müssen alle und jeden, der ins Land kommt, reglementieren. Wir können nicht zulassen, dass jeder, der in dieses Land kommt, seine eigenen Vorstellungen mitbringt oder terroristische Gedanken im Kopf hat oder eine Krankheit, die er aus seinem Teil der Welt mitbringt. Das müssen wir steuern, zweifelsohne. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine humanitäre Seite. Wenn jemand an unsere Grenzen kommt und sagt, ich brauche Asyl, weil in seinem Land Krieg herrscht, müssen wir ihm helfen. Aber das müssen wir von Fall zu Fall prüfen. Und natürlich müssen wir vorrangig unsere Leute hier und unser Land schützen. In vielen Ländern der Welt, wo derzeit Konflikte herrschen, leben überwiegend Muslime. Und die Höhe der Zuwanderung in Europa und Deutschland ist eine Folge von diesen Konflikten. Und meine Meinung ist, man sollte versuchen, die Konflikte zu verhindern, anstatt sich einzumischen und die Konflikte zu vertiefen. Aber das ist ein anderes Thema. Jamal, in Ihrem Buch »Der fremde Erfolgsfaktor – Warum wir in Deutschland die Einwanderer dringend benötigen«, sprechen Sie von kulturell und religiös bedingten Integrationshindernissen. Das heißt also religiöse Hindernisse, nachdem die Einwanderer ins Land gekommen sind. Sollte man die religiöse Überzeugung von Flüchtlingen und Zuwanderern beeinflussen oder unsere Religionslandschaft verändern oder anpassen? Wie Sie eingangs sagten, gehöre ich der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinschaft an. Und unser Motto lautet Liebe für alle und Hass für keinen. Wir glauben an den Heiligen Koran, der auf Arabisch sagt, Laikra Fidien, was übersetzt heißt, dass es keinen Zwang in religiösen Angelegenheiten gibt. Jeder hat also das Recht, frei zu denken und seine Religion zu wählen, was immer er für das Beste hält, um Gott zu erreichen. Das ist also das Wichtigste. Wir leben nicht in einer Zeit, in der wir jemandem das Christentum
oder den Islam oder sonst etwas aufzwingen dürfen. Aber sie sind alle Gottes Bücher und wir können etwas daraus lernen. In unserer Gemeinde ist es ganz klar, dass Staat und Religion getrennt bleiben müssen. In diesem Sinne ist es also ein säkularer Staat. Und in einem säkularen Staat muss man jeder Religion das Recht geben, das sie braucht, wenn sie auf humanitären Gedanken basiert. In Deutschland zum Beispiel sagt man, dass unsere Ideen auf dem Christentum, dem christlichen Glauben basieren, auf der Nächstenliebe und so weiter. Aber sie übernehmen nicht alles aus der Bibel. Sie nehmen nur das, was die Menschheit aus diesen Büchern gelernt hat, um zu gedeihen. Und ich glaube, dass das deutsche Recht und das deutsche Grundgesetz viele Dinge enthält, die aus dem Islam, aus dem Judentum, vielleicht auch etwas aus dem Hinduismus stammen. Das ist die Grundlage, die wir in diesem Land haben. Ich denke, auf dieser Basis beruht das säkulare System, nämlich, dass uns allen religiöse Überzeugungen oder das weltliche Denken erlaubt. Jeder hat das Recht, seine Religion zu haben, seine Religion zu wählen und sie auszuleben. Ich denke, das ist eine gute Basis und wir sollten sie beibehalten. Bleiben wir bei der Religion, dem Glauben. Algazelus, ein persischer Theologe, Philosoph und Mystiker im 10. Jahrhundert und einer der bedeutendsten religiösen Denker des Islams, sagte, die Hälfte des Unglaubens in dieser Welt wurde von Menschen verursacht, die wegen ihres schlechten Charakters und ihrer Dummheit die Religion abscheulich wirken lassen. Ja, mal in meiner Religion, ich bin Christ, römisch-katholisch, heißt es in unserer Bibel, Jeremia 7,24, sie aber hörten nicht und neigten mir ihr Ohr nicht zu, sondern folgten den Eingebungen und Trieben ihres bösen Herzens. Sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Ist es nicht das Problem an sich, dass so viele Menschen Gott den Rücken zukehren und wir als Gläubige es erlauben, die Religion zu entstellen, zu verzerren? You're absolutely right. The people have left God. Sie haben völlig recht. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt und sind nicht mehr gottesfürchtig. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die mit den Religionen verbunden sind, mit dem Christentum. Es gibt viele Menschen, die in die Moschee gehen. So sind die Moscheen zwar voll, aber das Glaubenssystem ist zerstört. Auch im Hinduismus gibt es viele Menschen, die gehen, aber das ist nur eine kulturelle Sache. Wenn die Menschheit also zu Gott zurückkehren würde, gottesfürchtig wäre, dann würde Gott, glaube ich, ihr definitiv aus der Krise helfen, in der sie sich heute befindet. Schauen Sie nur die Kriege an, die in der Welt stattfinden. Sie haben Gott vergessen. Sie glauben nicht an Gott. Sie glauben nicht an die Bibel, den Koran. Sie glauben nicht daran. Die meisten Leute recherchieren das nicht einmal. Aber das ist ein Zustand, der sich allmählich auch wieder ändern kann. Wenn du heute jemanden fragst, warum hast du nicht zwei Kinder? Ich verdiene kein Geld. Ich verdiene kein Geld. Aber wenn sie an Gott glauben würden, er würde für sie sorgen, dann könnten sie auch sechs Kinder haben. So hätten wir das demografische Problem sehr schnell gelöst. Aber sie glauben eben nicht an Gott. Sie glauben an Geld. Sie sagen, dass das Geld zuerst kommen muss und dann werden wir Kinder haben. Und das ist nur ein kleines Beispiel, das ich hier nenne, denn es gibt noch eine Menge anderer Dinge, die, zweifellos, wie Sie sagten, das Glaubenssystem verzerren. In einem früheren Programm 2022 berichteten wir darüber, dass Papst Franziskus sich unter anderem auch mit Vertretern ihrer Glaubensgemeinschaft im Vatikan traf. Ein historischer Moment, denn es war das allererste Mal, dass der derzeitige Papst eine Delegation der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in einer Privataudienz empfing. Wie sehen Sie Ihre Gemeinschaft, Papst Franziskus? Ich glaube, dass der Papst großartige Arbeit leistet. Er versucht, alle Religionen zu integrieren
und er spricht sich gegen Gier und alle internationalen Kriege aus. Und er ist ein Friedensbotschafter. Ich habe seine Reden gehört und sie sind großartig. Aber genauso hat von unserer Ahmadiyya muslimischen Gemeinschaft Kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad, der fünfte Nachfolger des verheißenen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, auch eine Menge großartiger Arbeit geleistet. Er reist auch in Länder und setzt sich für den Frieden ein. Aber es gibt nicht mehr viele Menschen, die auf diese religiösen Führer hören. Sie sind so sehr an Gier und Geld und imperialistischer Weltpolitik interessiert, dass sie nicht mehr daran glauben. Einige der Leute, die an der Macht sind, sind so weit von Gott entfernt und sie glauben nur an eine Sache, dass, wenn sie nicht stärker werden und alles mit viel Militär unter ihrer Kontrolle halten, ihr Volk nicht das Sagen hat. Das ist leider die Realität, obwohl es auch politische Führungsoberhäupter gibt, die gute Arbeit leisten. Aber natürlich können wir nicht der Religion oder den religiösen Oberhäuptern die Schuld für das geben, was heute passiert. Es sind definitiv die Leute, die von den Kriegen profitieren. Blutgetränkten Waffenhandel nannte Papst Franziskus es, also die Waffenhändler. Jamal, in der nächsten Ausgabe unseres Programms sprechen wir über ein weiteres Buch von Ihnen, Titel Der Dritte Weltkrieg, das undenkbare Denken. Es geht um Kriegsgefahren, aber auch die Chancen auf eine friedliche Welt. Für heute vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Thank you very much. Ja, und zur Thematik Flüchtlinge und Migranten äußerte sich kürzlich wieder Papst Franziskus, diesmal während seines Besuchs in Ungarn. Schließt die Türen nicht vor Ausländern und Migranten, sagte er, und er warnte vor den Gefahren des zunehmenden Nationalismus in Europa. Er stellte dies in den Zusammenhang mit dem Evangelium und sagte, dass verschlossene Türen schmerzhaft seien und im Widerspruch zu den Lehren Jesu stünden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen Ihnen.